Hackerangriffe auf Firmen, betrügerische Mails, falsche Online-Bestellungen. Die Internetkriminalität nimmt in Österreich rasant zu. 2022 wurden 60.200 Delikte angezeigt, 2020 waren es noch 36.000, also etwas weniger als die Hälfte. In Oberösterreich startet jetzt die neue Cybercrime-Ausbildung für Polizisten. Heute ist eben der Startschuss hier in Linz mit dem Pilotprojekt für das sogenannte Cybercrime Training Center, also ein Trainingszentrum für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier aus der Landespolizeidirektion in Oberösterreich. Wir werden diese Trainingscenter in allen neuen Bundesländern in Zukunft haben. Das heißt, das wird kein Cybercrime Training Center sein, das nur von hauptberuflichen Lehrern bespielt wird, sondern da wird es nur ganz kleines Fixpersonal geben, zwei Beamte. Der Rest sind Trainer, die in der Fläche, die im Ermittlungsdienst stehen und die aktuell immer wieder die Beispiele bringen können, die für die Kollegen dann letztendlich auch wichtig sind. 200 Polizeischüler und 200 Beamte im Dienst pro Jahr müssen ab sofort eine verpflichtende Grundausbildung machen. Aber im Grundmodul geht es einfach einmal darum, dass die Polizisten auf der Dienststelle die richtigen Fragen stellen, dass sie mit der Grundproblematik vertraut gemacht werden. Dazu kommen Fachkurse für den Kriminaldienst und Fortbildungen für IT-Forensiker und Cybercrime-Ermittler. Der Start in Linz ist kein Zufall. Die heimische Wirtschaft ist besonders oft Ziel von Internetkriminellen. Wir sind unter den Top 50 der wirtschaftlich stärksten Regionen Europas. Das bedeutet natürlich auch, dass wir ein Bundesland sind, in dem viele Ideen umgesetzt werden. Das bedeutet umgekehrt wiederum, dass man genau auf diese Bereiche auch schauen muss. Die Cybercrime-Ausbildung ist Teil der laufenden Kriminaldienstreform. Oberösterreichs Polizei ist an deren Entwicklung maßgeblich beteiligt. Es seien aber weitere Schritte notwendig, um die Internetkriminalität in den Griff zu bekommen, sagt der Landespolizeidirektor. Pilsel fordert die Möglichkeit, Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Signal zu überwachen und strengere Regeln für die Verwendung von IP-Adressen.